Guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder im Wald unterwegs. Diesmal zwischen Warstein und Brilon, so grob in der Ecke. Mir hat das letzte Mal so gut gefallen, da durch den Wald mit dem Mountainbike, dass ich mir dachte, ich mache das jetzt nochmal, bevor der Herbst-Winter richtig zuschlägt, und schau mir so ein bisschen die Gegend hier an. Sehe ich hier gerade was? Ich halte direkt mal an. Pingen, Tore in die Erde. Da geht es um den Hinweis um Abbau von Eisenerz. Mal kurz reinschauen hier, das kenne ich nicht, was das ist, aber naja gut, ist nur angedeutet, aber trotzdem mal nett. Vielleicht gibt es hier sogar so ein Waldlehrpfad, das weiß ich nicht, aber ich schlängel mich jetzt erstmal hier durch den Wald. Also, bleibt dran, schaut zu. Wenn man sich hier so umschaut, kann man wirklich deutlich feststellen, dass der Sommer sehr trocken war und der Herbst beginnt. Der Boden ist wirklich schon schön voll mit Laub. Ja, ich habe hier gerade diese Schilder entdeckt. Waldkultur Südwestfalen. Und ich glaube, ich folge denen einfach mal. Das kenne ich hier noch nicht und ja, warum nicht? Also erstmal geht's grob diesen Schildern hinterher und alles andere spontan wie immer. Ja, wie schon vermutet bei dem ersten Schild, hier bin ich jetzt bei Nummer 3. Nummer 2 habe ich wohl übersehen. Gibt es solche Hinweistafeln hier überall über die Region? Und hier sieht man auch schön diese Runde, die hier einmal so rumgeht. Und die werde ich, glaube ich, jetzt mal fahren. Ja, hier geht es darum, hölzerne Zeitalter, Bau und Brennholz, dass die Stadt Warstein hier im 13. Jahrhundert das Stadtrecht verliehen wurde, denen ein Stadtwald geschenkt wurde und das Holz hier aus dem Stadtwald dann genutzt wurde für den Bau der vielen Fachwerkhäuser, aber auch für Teller, Becher und weiteres. Tafel 4. Der Wald als Viehweide. Den Text fand ich ganz gut. Ich habe mir das gerade schon einmal durchgelesen. Landwirtschaft und Forstwirtschaft wurden erst durch die Agrarreform im 19. Jahrhundert voneinander getrennt. Bis dahin war der Wald fester Bestandteil der bäuerlichen Nutzung. Das Vieh fand hier seine Nahrung in Form von jungen Pflanzen, Blättern, Eicheln und Bucheckern. Beim Fällen der Bäume ließ man daher vereinzelt Buchen und Eichen stehen, die große Kronen ausbildeten und im Herbst die besonders bei den Schweinen heiß begehrten Früchte abwarfen. Da der Mist der Tiere dann aber meist später in den Ställen anfiel und zur Düngung der Felder genutzt wurde, fehlten die Nährstoffe dem Wald und die Böden verarmten. Ja, das ist schon so lange bekannt und trotzdem wird es weiter so gemacht. Oder ähnlich. Also bis jetzt ist die Strecke gut beschildert. Man muss ein bisschen aufmerksam sein, klar. Und der Weg ist auch sehr angenehm zu fahren. Würde auch mit dem Trekkingrad bis jetzt gehen. Bisschen ruppiger zwischendurch vom Untergrund, aber nichts Wildes. Daher das Ganze sehr entspannt. Und wie ihr seht, auch relativ natürlich durch den Wald. Echt schön. Guck mal, wenn man von da kommt, fährt schön hier diesen Weg entlang, guckt so ein bisschen geradeaus. Dann kommt hier so eine alte kleine Holzbrücke und dieser Tannenwald, der doch recht offen ist schon. Aber das sieht doch toll aus. Ja, dieser Weg teilt sich teilweise die Strecke mit der Wanderroute A11 hier durch Sauerland. Schöne kleine Schutzhütte wieder. Naja, auf jeden Fall merkt man hier am Untergrund, dass das hier halt teilweise der alte Wanderweg ist, weil er schon so richtig schön breit getreten ist. Zwischendurch waren gerade so ein paar Passagen, die würde ich nicht mehr mit dem Trekkingrad fahren. Aber
Die treiben einem mit dem Mountainbike ein breites Grinsen ins Gesicht. Also ich kreuze jetzt gerade hier den Dindelweg. Und da steht ein Hinweisschild zur Bärmückehütte und Schiefergrube. Schiefergrube würde mich auch interessieren. Aber ich glaube, ich fahre erstmal den anderen Weg weiter. Wenn ich es nicht vergesse, fahre ich da nachher nochmal rum. Ja, ich kann nur sagen, heute Morgen wird ja alles richtig gemacht. Wenn man hier so durch den Wald kommt, kommt hier so ein Tor. Und zwar das Warsteiner Tor, Gemarkung Hirschberg. Gefällt mir. Jetzt bin ich hier raus aus dem Wald und habe schon einen Ausblick auf Hirschberg. Der Weg geht jetzt hier weiter. Ein bisschen raus, aber nicht dramatisch. Was ich feststelle jetzt mit der Softshelljacke, wird es schon ein bisschen warm. Aber mal gucken. Ja, mit Hirschberg, das wird wohl nichts. Ging direkt wieder rechts, kurz über so eine Hauptstraße und dann hier wieder in den Wald rein. Aber es macht nichts. Wie gesagt, ich möchte ja auch mit dem Mountainbike fahren und nicht durch die Stadt gurken. Ich habe gerade die Qual der Wahl. Da vorne steht ein Schild, dass es ja eventuell da runtergehen könnte. Aber das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber ist möglich. Andererseits steht da auch eins, dass das hier wie so eine Stichkreuzung ist, wo man beides nehmen kann. Einladender sieht das irgendwie aus. Ach, ich mache es. Da lang. Da vorne sind gerade zwei Rehe. Ah, jetzt laufen sie. Da ist wieder. Vielleicht habt ihr es noch erkannt. Klasse. Schade, dass die Bremse von dem Mountainbike so laut ist. Wir haben ein bisschen aufgeschreckt. Ja. Also jetzt geht's doch dann hier runter. Die Strecke ist richtig. Aber man muss wirklich höllisch aufpassen, wo die Schilder stehen, weil man überall hier Möglichkeiten hat abzubiegen und die Schilder teilweise aufgrund des Gefälles hier ist man ja ein bisschen flotter unterwegs, sieht man die nicht direkt. So, nächstes Problem. Kleines Stück weiter, aber Weg sehe ich hier irgendwie nicht mehr. Ja, ich gehe mal suchen. Wie gesagt, man muss hier sehr aufmerksam sein beim Fahren, um alle Schilder zu sehen und auch den Weg immer wieder zu erkennen. Ist doch eher ein Wanderweg als ein Mountainbike-Weg. Aber macht Spaß. Hat man hier nicht einen schönen Überblick über das Sauerland? Dort in die Richtung müsste der Möhnesee-Radweg sein durch den Wald. Der Hirschberg, wie schon erwähnt. Und dort geht es dann Richtung Meschede, glaube ich. Ja, so von der Ausrichtung ungefähr. Aber schön, jetzt bin ich aus dem Wald wieder kurz raus, beziehungsweise so am Waldrand. Scheint es jetzt weiter lang zu gehen auf so einem Forstweg. Kann man wieder so ein bisschen Kräfte kurz sammeln, weil das zwischendurch schon sehr fordernd ist. Die Streckenführung ist echt abwechslungsreich und gibt unheimlich viel zu sehen. Hier blüht noch alles Mögliche zwischen dem Fahren. Herrlich, kann ich nur sagen. Was nicht ganz so erfreulich ist, hier sind wohl einige Reiter unterwegs und der ein oder andere Haufen liegt hier in dem hohen Gras. Wenn man dann mit dem Mountainbike durchfährt, ist das nicht so dolle, aber auch nicht dramatisch, weil es schon getrocknet ist. So, jetzt geht's rechts. Oh, da muss ich die Kamera kurz wegtun. Jetzt stehe ich wieder vor demselben Problem wie vorhin. Dort ist das Schild, wo ich vorhin runtergefahren bin.
Jetzt hat mich das einmal den Berg hochgeführt, wieder hier rum. Und dann müsste ich ja theoretisch den gleichen Weg da hinten wieder runter. Aber das wäre ja Quatsch. Jetzt gibt es noch hier diese weißen Zeichen, wo ich mich ja vorhin auch schon mal nachgerichtet habe. Das würde heißen, da hoch. Ich probiere das jetzt einfach mal, ob oben auf der Kuppe irgendwas zu sehen ist. Wenn nicht, fahre ich halt wieder runter, ne? Dann habe ich mich umsonst gequält. Wobei, ich quäle mich ja gerne beim Biken. Muss man ja auch mal sagen. So, die schlimmste Steigung ist vorbei. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt, wenn ich die Kamera gerade halte. So, dann müsst ihr das Gefälle gut erkennen. Ja, echt heftig runter oder beziehungsweise hoch gerade. Ja, jetzt geht's hier weiter. Leider immer noch keine Schilder. Aber jetzt fahre ich auch ein Stück weiter. Oh, weil den gleichen Weg zurück ist ja Quatsch. Ja, so ist das. Kennt ihr das? Wenn der Herzschlag so kräftig ist, dass ihr das Pochern im Hals merkt und dem Kopf hört, dieses Du-du-du-du-du-du. Ja, genau das hatte ich jetzt gerade. Mein lieber Schwan. Naja, weiter. Jo, jetzt bin ich an der nächsten Kreuzung und hier gibt es keinerlei Schilder mehr, keine Wanderwege, kein gar nichts. Daher werde ich jetzt dort runterfahren, weil so von der Himmelsrichtung müsste das passen. Und dann einfach wieder frei Schnauze fahren, wie ich es immer mache. Ja, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Jetzt bin ich ja hier diesen Weg runtergedonnert, was sehr erfrischend war. Natürlich geht es jetzt wieder steil bergauf, aber hier sind wieder Hinweisschilder für den Weg. Hier laufen wieder ganz viele Rehe. Eins hat gerade hier die Straße gequert und die anderen beiden sind da in die Richtung. Ich weiß nicht, ob man das erkennt hier drauf. Ich glaube schon. Entschuldigt mein Pusten. Aber hier sind auch so Viehzeug. Da in die Richtung. Ja, jetzt sehe ich selber nicht mehr. Schade. Ich finde das ja immer unheimlich faszinierend, wenn man so Tiere hier in ihrer natürlichen Umgebung sieht. Egal, ob es gerade der Bussard war, ein Eichhörnchen. Da vorne hat es nach Wildschwein gerochen. Aber die möchte ich gar nicht sehen. Wie gesagt, und das andere Reh ist leider hier runter. Ja, sieht man auch nicht mehr. Naja. Ach, da. Ja, die anderen rennen wieder da hinten. Aber das kriege ich hier nicht drauf, so im Unterholz. Vielleicht habt ihr das ja vorhin erkennen können. Ja, ich muss mir vielleicht doch mal eine Karte zulegen. Da rennt das nächste Reh gleich. Vielleicht doch eine Karte zulegen. Und den werde ich mal offiziell fahren, weil ich doch so ein bisschen hier rumirre. Da war das Reh, habt ihr gesehen? Wunderschön. Ich halte einfach mal einen Moment drauf, es müsste ja gleich daherkommen. Naja, was ich sagen wollte, dass ich die Strecke dann mit Karte vielleicht nochmal fahren werde. Weil so, das hat wenig Wert. Hier sind wieder jetzt seit längerem keine Schilder. Und das bringt nichts. Also, wie ich vorhin schon mal sagte, fahre ich jetzt just for fun so ein bisschen weiter. Da sieht man es schön. Ja, mit dem Zoom, das ist echt, da war es wieder, ja.
Jetzt komm raus. Da seht ihr. Ach, ist das schön. Ja, du siehst mich. Ja, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde draufhalten, aber das wird für euch wahrscheinlich nichts. Also, bis gleich. Ich schaue noch ein bisschen. Jetzt bin ich gerade wieder an dieser Brücke angekommen. Hört euch mal das Geräusch an, wenn ich da drüber fahre. Fand ich vorhin schon ganz gut. So mit einer Hand hier. Bei den ganzen Wurzeln, das ist natürlich alles andere als gut. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Das rappelt so schön. Vorhin war ich ein bisschen flotter, dann hört sich das natürlich noch besser an. Da ist mal wieder so eine Hinweistafel. Aber erstmal wollte ich euch noch die Schutzhütte hier zeigen. Die ist doch mal witzig mit ihrer Dachform. Ja, das Ganze hier ist so eine Köhlerei. Und zwar, um aus Eisenerz Eisen zu gewinnen, ist eine Temperatur von ca. 1200 Grad erforderlich. So steht's hier. Und das konnte nur mit großen Mengen Holzkohle erreicht werden. Das wurde dann hier so aufgeschichtet und abgedeckt. Und dadurch hatten sie dann die Holzkohle, weil das da drin so schlecht verbrannt ist. Schön gemacht. Also diese Wälder überraschen einen doch immer wieder, oder? Man kommt um irgendeine Ecke und sieht wieder was Schönes. Und die Wege verändern sich kontinuierlich. Echt Wahnsinn, was man hier alles sehen kann. Hier ist klasse, da geht der Forstweg durch so einen Bachlauf durch. Leider mit sehr wenig Wasser zurzeit. Mal kurz stehen bleiben, das ruckelt immer so, ich weiß. Ja. Das ist eine klasse Stelle hier. Wenn jetzt ein schöner Wasserlauf gefüllt wäre, könnte man da auch mal mit Schwung durch. Wir haben so 18, 19 Grad. Das könnte man dann durchaus machen. Merken. Ja, ich bin jetzt in dem Wildschweinpark bei den Bilsteinhöhlen angekommen und möchte mich von euch verabschieden. Die Tour war super, hat mir echt gut gefallen, auch wenn es mal ein bisschen orientierungslos meinerseits war. Aber so im Großen und Ganzen sehr schön. Gutes Wetter, schöne Ausblicke mit den Tieren, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Also macht's gut, euer Markus.